Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aller Lob mit Liebe und Verehrung gebührt Allah, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Und Frieden und Segen sei mit dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Das Thema von heute ist: Wann wird derjenige, der nicht betet, Kafir? Wann wird derjenige, der nicht betet, Kafir? Es gibt eine übereinstimmende Meinung, dass derjenige, der nicht glaubt, dass das Gebet, das fünfmalige Gebet am Tag Pflicht ist, dass diese Person Kafir wird. Da gibt es keine Meinungsverschiedenheit unter den Muslimen. Das heißt, wenn jemand behauptet, dass man nicht beten muss, dass das Gebet keine Pflicht ist, so ist er Kafir, aus der Religion ausgetreten, hat er die Religion verlassen, nach Abu Hanifa, nach Imam Malik, nach Imam Shafi'i und nach Imam Ahmed bin Hanbal, rahimahumullah, gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Aber es gibt eine Meinungsverschiedenheit, ob derjenige, der das Gebet Takasulun, Tahawunun verlässt, das heißt aus Faulheit oder Nachlässigkeit das Gebet nicht macht, ob diese Person aus der Religion ausscheidet. Da gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Und es gibt die bekannte Meinung von Ahmed ibn Hanbal, dass er sagt, dass derjenige, der nicht betet, das heißt absichtlich nicht betet, selbst wenn er das Gebet als Pflicht sieht oder sagt, das Gebet ist Pflicht, aus der Religion austritt. Und hier bezieht sich der Imam Ahmed ibn Hanbal, also einer der großen Gründer der Rechtsschulen, einer der vier Rechtsschulen, auf den Vers in Surah 9, Vers 11, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا السَّلَاتُ وَآتَوُوا الزَّكَاتَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie aber Toba machen, also Reue zeigen, das heißt die Mushrikun, die Götzendiener, und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, so sind sie eure Brüder im Glauben. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Also das heißt, danach sind sie eure Brüder im Glauben. Davor nicht. Das heißt, sie sind ansonsten keine Brüder im Glauben. Ich möchte erstmal betonen, dass ich nicht der Meinung von Imam Ahmed folge, aber ich möchte kurz auf diesen Punkt eingehen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass derjenige, der nicht betet, sich auf einem ganz dünnen Eis befindet. Denn es kann sehr gut sein, dass Imam Ahmed ibn Hanbal in dieser Sache recht hat und die anderen Imame einen Fehler gemacht haben. Denn der Prophet a.s. sagte, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمْ فَاشْتَهَدَ وَأَصَابَ. Wenn ein Richter, damit ist auch ein Gelehrter gemeint, ein Urteil nach Ijtihad, nach Bemühung, fällt und er die Gerichte richtig, kriegt er den doppelten Lohn. Wenn er falsch liegt, kriegt er den einfachen Lohn. Das heißt, einer von den vier Imamen, entweder Imam Ahmed hat recht oder die anderen drei haben recht. Das heißt, es ist sehr, sehr gefährlich. Aber alle sind sich einig, dass das zu den größten Sünden gehört. Da gibt es keine Frage. Absichtlich nicht zu beten. Und dass das ein Weg in die Hölle ist. So, dann bezieht sich Imam Ahmed auch auf den Hadith, der sagt, Bayna Rajuli wa Bayna Shirki wa Kufri Tarkus Salat. Zwischen einem Mann und dem Kufr und dem Shirk liegt die Unterlassung des Gebetes. Dann sagt der Imam, sagt der Prophet, Al-Ahdu ladhi baynana wa baynahum as-salat, faman taraka faqad kafar. Die Verabredung zwischen uns und ihnen ist das Gebet. So, wer es verlässt, wird ungläubig. Der hat Unglaube begangen. Die Frage ist hier, ab wann ist derjenige, der nicht betet, Kafir? Ist das, nachdem er ein Gebet nicht gebetet hat oder wenn er das Gebet komplett verlässt? Das heißt, reicht es, ein Gebet absichtlich nicht zu beten? Oder bedeutet das, wenn er ab und zu betet und ab und zu nicht betet, dann ist er noch Muslim? Wie ist das? Hierzu sagt der Sheikh Uthaymin, rahimullah, und ich finde diese Erklärung sehr logisch, er sagt, dass damit gemeint ist, wer das Gebet komplett verlässt. Warum? Der Hadith sagt, Baina Rajuri wa Baina Shirki wal Kufri Tarkus Salah. Zwischen einer Person und dem Kufr und dem Schirk liegt die Unterlassung des Gebetes.
Und im Arabisch gibt es einen Unterschied zwischen Tarkus Salatin oder Tarkus Salat. Tarkus Salatin ist, liegt die Unterlassung eines Gebetes. Und Tarkus Salat heißt das Gebet. Das heißt, er betet gar nicht. Der Prophet a.s. sagte, Al-Ahdu ladhi bainahum wa bainahum, also zwischen uns, bainahum wa bainana wa bainahum, zwischen uns und ihnen, den Ungläubigen, As-Salah, ist das Gebet. Faman tarakaha, also das Gebet, faqad kafar. Hier sagt Allah, hier sagt der Prophet nicht, faman taraka salatin faqad kafar, wer ein Gebet unterlässt, hat Unglaube begangen. Ich hoffe, dass das plausibel ist, was damit gemeint ist. Jetzt könnte natürlich jemand fragen, ja, okay, Abu Hamza, Salahuddin, du hast gerade gesagt, du hast gerade Beweise gebracht aus Koran, Sunna, aus Sahih Muslim, aus Tirmidhi, ja, weil der eine Hadith hier, der wird von Sahih Muslim überliefert, der andere Tirmidhi, dann ein Koranvers. Wie kannst du dann eigentlich überhaupt noch behaupten, dass derjenige, der nicht betet, der das Gebet komplett verlässt, überhaupt Muslim ist? Wie kommst du überhaupt darauf? Wie gesagt, das ist eine lange Geschichte und ich möchte erstmal, liebe Geschwister, oder ein langes Thema, wo sich große Gelehrte eine Meinungsverschiedenheit haben, und ich möchte erstmal sagen, bevor ich auf die einzelnen Argumente eingehe, man muss verstehen, dass bei Meinungsverschiedenheit zwischen großen Gelehrten, dass die großen Gelehrten sich Gedanken dazu gemacht haben. Die haben nicht einfach irgendwas geurteilt. Der eine ist doof und der andere ist schlau. Denn leider ist es so, dass gerade viele Jugendliche, die gerade mit der Religion anfangen, ja, eine Meinung gehört haben, davon überzeugt sind und jeden, der eine andere Meinung hat, sofort abstempeln. Der folgt seinen Gelüsten, der hat überhaupt gar keine Ahnung und so weiter. Wie gesagt, Imam Ahmed und Imam Shafi'i hatten hier eine Meinungsverschiedenheit. Und die haben sogar, es wird sogar berichtet, dass sie darüber diskutiert haben. Und das sind beides Leute, die nicht ihren Gelüsten folgen, sondern die dem Verständnis von Koran und Sunna folgen. Okay, was sagen diejenigen, die sagen, dass derjenige, der nicht betet, kafir ist? Was sagen sie zu dem Vers? فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie Tauba machen und das Gebet verrichten, die Zakat verrichten, dann sind sie eure Brüder im Glauben. Sie sagen, wir müssen diesen Ayah genauer betrachten, dann sehen wir, dass Leute schon als Brüder im Glauben betrachtet wurden, wenn sie die Shahada gesagt haben, bevor sie es erst einmal gebetet haben. Es gibt zum Beispiel Beispiele aus der Sunna, dass es einen Sahabi gab, Al-Usayrim, der hat die Shahada gesagt und ist zur Schlacht von Uhud gegangen, ist getötet worden und hat kein einziges Gebet gemacht. Kein einziges Gebet. Der wurde aber als Muslim betrachtet. Das heißt, wir müssen das genauer betrachten. Dann, dass der Kerl nicht zu entrichten, wird von den meisten Gelehrten und von den Sahaba, das sagt Abdullah ibn Shakik, nicht als Kufr gesehen. Das heißt, dann müssten wir auch den, der kein Zakat gibt, als Kafir sehen. Punkt Nummer 1. Hierauf werden die anderen wieder sagen, es gibt aber Gelehrte, die das als Kufr sehen, das Zakat nicht zu geben. Und Abdullah ibn Shakik hat gesagt, auf den ich gerade bezogen habe, einer von den Tabi'in, ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. Die Sahaba des Propheten a.s. haben nichts von den Taten, die man erlässt, als Kufr gesehen, außer die Unterlassung des Gebetes. Jetzt könnte man sagen, okay, was ist hier mit Kufr gemeint? Großer Kufr, kleiner Kufr? Weil wir wissen, eigentlich hat es gereicht, die Shahada zu sagen. Dann, was sagt man zu dem anderen? Zwischen der Person und dem Kufr und dem Schirk liegt die Unterlassung des Gebetes. Darunter kann man auch verstehen, dass es ein Weg zum Kufr und zum Schirk nicht zu beten. Aber heißt nicht, der ist Käfer geworden und raus aus der Religion. Die Verabredung zwischen uns und ihnen ist das Gebet, wer es verlässt, beginnt Unglaube. Ja. Kann man kleiner Kufr darunter verstehen oder nicht? Allahu alam, hier ist eigentlich der Unterschied zwischen uns und den Nichtmuslimen gemeint. Aber wie gesagt, wir haben andere Hadithe, wo jemand den Islam angenommen hat
wo Leute den Islam angenommen haben, alleine dadurch, dass sie die Schahada gesagt haben. Das heißt das hier, dass das Unterlassen des Gebetes zum Kuffer führt? Dann gibt es Hadith, wo der Prophet, ein Hadith, wo der Prophet a.s.w. sagt, خمس صلوات كتب الله لعباده في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد من الله أن يدخله الجنة. Fünf Gebete hat Allah den Menschen bei Tag und Nacht vorgeschrieben. Wer daran festhält, يحافظ, حافظ, يحافظ, dieses Verb, hat einen Vertrag, dass er ihn ins Paradies führt. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد من الله. Wer nicht daran festhält, der hat keinen Vertrag bei Allah. Wenn er will, wird er ihn bestraft. Und wenn er will, wird er vergeben. Hier wird auch das Wort Acht, Vertrag, wird das hier genannt, wird hier benutzt. Das heißt, du hast einen Vertrag ins Paradies hineinzubekommen, die Kuffar haben den nicht. Aber was sagt der Prophet hier? Er sagt, wenn er will, wird er ihn bestrafen, wenn er will, wird er ihm vergeben. Das heißt, wäre das großer Kuffar, würde er nicht sagen, er wird ihm vergeben. Weil großer Kuffar, sagt Allah schon, großer Kuffar, großer Schirk, wird nicht vergeben. Allah vergibt es nicht, dass man ihm Götter beigesellt, aber vergibt, was darunter ist, wem er will. Er vergibt nicht, dass man Schirk begeht, aber vergibt, was darunter ist, wem er will. Jetzt wird jemand sagen, Kufa ist nicht Schirk, aber wenn man genau schaut, eine Tat, die Kufa ist, ein Glaube, der Kufa ist, ist auch gleichzeitig Schirk. Zum Beispiel, es wird immer gesagt, wenn man nicht an die Engel glaubt, dann ist das Kufa und kein Schirk. Aber wenn man es genau betrachtet, ist es auch eine Form des Schirkes. Warum? Wem folgst du in dem Kufa der Malaika, nicht an die Malaika, die Engel zu glauben? Wem folgst du? Du folgst damit entweder deinen eigenen Gelüsten oder folgst dem Shaitan, der dir befohlen hat, nicht an die Malaika zu glauben. Du siehst zum Beispiel das Gebet nicht als Pflicht an. Wem folgst du in diesem Glauben? Deiner eigenen Seele oder dem Scheitan? Und dem Scheitan oder der eigenen Seele im Kuffer zu folgen, ist eine Form des Schirks. Es ist eine Form des Gehorsams des Schirks. Auf jeden Fall, nochmal darauf zurückzukommen. Dieser Hadith, was sagen jetzt diejenigen, die sagen, das Gebet nicht zu beten ist großer Kuffer, die sagen, der Prophet a.s. sagt in diesem Hadith nicht, wer nicht betet, wer betet? Ja. Also, fünf Gebete hat Allah den Menschen bei Tag und Nacht vorgeschrieben. فَمَنْ يُسَلِّيهَا كَانَ لَوْ عَهْدٌ إِنَّ اللَّهُ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. Wer sie betet, hat einen Vertrag bei Allah, dass sie ihn ins Paradies führt. Sondern er sagt, فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنْ. Er sagt nicht, فَمَنْ صَلَّهَا, sondern er sagt, فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنْ. Sie sagen, فَمَنْ حَافَظَ, wer daran festhält, يُحَافِظ, ist anders als يُسَلِّي. يُسَلِّي ist, der betet einfach. Und die sagen, يُحَافِظ bedeutet, der betet sie wirklich mit Bedacht, zur richtigen Zeit, mit den Bedingungen, mit allem drum und dran, خُشُوع, etc. Das ist das, was die Leute dazu sagen. Die sagen, das ist großer Kuffer. Dann sagt man, der Prophet, dann sagen diejenigen, die sagen, nicht zu beten ist kein großer Kuffer. Der Prophet a.s. sagt, Man shahida la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi haramallahu ala nar. Wer wahrhaftig von seinem Herzen sagt, dass es niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah, und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, also das ist ein Hadith des Propheten, der Prophet sagt das, wer das wahrhaftig von seinem Herzen sagt, für den hat Allah die Hölle verboten gemacht. Was sagen diejenigen, die sagen, das Gebet zu unterlassen ist großer Kufa? Sie sagen, hier steht Sidqan min qalbihi, wahrhaftig von seinem Herzen. Hätte er wahrhaftig von seinem Herzen die Shahada gesagt, hätte er das Gebet nicht verlassen. Wie gesagt, das ist ein langes Thema, ein großes Thema, eine Meinungsverschiedenheit und keiner ist hier zu tadeln, der der einen oder anderen Meinung folgt. Aber, ganz klar, beide Seiten haben starke Argumente. Ich tendiere eher dazu, dass derjenige, der nicht betet, kein Käfer ist, wie die Mehrheit der Gelehrten. Aber die Argumentation derjenigen, die sagen, dass derjenige, der nicht betet, Käfer ist, die Ayat aus dem Koran, die Hadithe, die Erklärungen sind sehr, sehr stark. Und deswegen sollte jeder vorsichtig sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle bewahren.
Und zudem mache ich das Gebet verrichten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.